Nicht jede Marketingmaßnahme ist bei allen Menschen gleichermaßen erfolgreich. Unterschiedliche Leute müssen unterschiedlich angesprochen werden. Und wie man dabei vorgeht, darum geht es nach dem Intro. Beispielhaft schauen wir uns einen Getränkehersteller an, der seine Produkte auf dem gesamten Markt für Getränke anbietet. Natürlich kann der Getränkehersteller im Rahmen eines undifferenzierten Marketings nun einen Marketingmix für seine Produkte konzipieren und versuchen, alle potenziellen Kunden mit diesem Marketingmix anzusprechen. Oder aber er verfolgt eine differenzierte Marketingstrategie. Hierbei wird der Gesamtmarkt in einzelne Segmente eingeteilt und für diese werden unterschiedliche Marketingmixe konzipiert. Das bedeutet also, dass der Getränkehersteller im hier abgebildeten Fall drei unterschiedliche Zielgruppen hat. Eine weitere Option ist es, einen Marketingmix für nur ein Marktsegment oder wenige davon zu konzipieren. Man spricht in diesem Fall auch von konzentriertem Marketing. Die Einteilung des Gesamtmarktes in einzelne Segmente bzw. Zielgruppen wird Marktsegmentierung genannt. Ziel der Marktsegmentierung ist es, kleinere Gruppen im Sinne von Teilmärkten zu bilden, die intern homogen und untereinander heterogen sind. Innerhalb des Segments sollen die potenziellen Kunden sich also möglichst ähnlich sein, während die Segmente an sich möglichst unterschiedlich voneinander sein sollen. Angenommen, der Getränkehersteller will nun eine neue Limonade ins Sortiment aufnehmen. Dabei handelt es sich um eine Bio-Sorte. Um das Segment bzw. die Zielgruppe zu definieren, stellt er sich die Frage: Wie sieht denn nun der typische Bio-Limo-Käufer aus? Er beschreibt diesen anhand unterschiedlicher Merkmale. Dabei können geografische, demografische, psychografische und verhaltensbezogene Segmentierungskriterien zur Beschreibung herangezogen werden. Der Getränkehersteller nimmt an, dass ein Bio-Limo-Käufer typischerweise in der Stadt wohnt, schätzungsweise zwischen 25 und 35 Jahren alt ist, wohl überwiegend einen gesunden Lebensstil verfolgt und bestimmt auch häufig in Bioläden einkauft. Während geografische und demografische Kriterien gut beobachtbar und messbar sind, kann man psychografische und verhaltensbezogene Kriterien eher weniger gut ansprechen. Leider sind die einfach zu ermittelnden Kriterien jedoch wenig verhaltensrelevant, wohingegen die schwer messbaren Kriterien das Verhalten stark beeinflussen. Diesen Sachverhalt nennt man das Dilemma der Marktsegmentierung. Denn die Merkmale, die am ehesten in der Lage sind, das Segment kaufverhaltensrelevant zu beschreiben, sind nur schwer zu erfassen. Wir wünschen Ihnen nun weiterhin viel Erfolg beim Lernen und auch beruflich alles Gute.